Einen wunderschönen guten Abend an alle da draußen und willkommen zurück hier bei der EER zur Strategy Series am heutigen Donnerstagabend. Wir sind zurück mit Rennen Nummer 8 auf dem Indianapolis Motor Speedway und sind im letzten Drittel der Saison angekommen. Wir haben auch einen klaren Führenden nach unseren ersten 7 Rennen. Oder können wir später ein bisschen mehr Worte verlieren? Wir haben jetzt erstmal hier 10 Minuten freies Training für die Fahrer, um auf den Server zu kommen und sich ein bisschen vorzubereiten. Dann haben wir im Anschluss 15 Minuten Qualifying und gefolgt von einer Stunde Rennen. Also Standardprogramm wie immer 2 Boxenstops mit 25 Minuten Standzeit. Also man kann sich entscheiden, ob man 2-mal Reifen wechselt oder nur einmal. Steht einem frei offen, das nach Belieben zu tun, wie man möchte. Jetzt sind wir wirklich live. Hier gerade, ja, wir sind live. Sieht gerade aus wie Standbild. Passt perfekt. Indianapolis im Dunkeln. Ah, wird spannend, das wird interessant. Dann nachts. Eine Stunde, wir haben aktuell schon 21 Fahrer hier. Let's see how many more we will have today in the race. Der Ratcher wird nachher auch noch mit dazu kommen, wahrscheinlich gerade noch mit ein paar der Fahrern oder wahrscheinlich mit Erish und Kai und quatschen. So, Roy D legt hier mal eine erste Zeitbombe mit 1:40:1. Also werden hier wahrscheinlich in die, ja, 39er Zeiten. Vorkommen. Was das, was die Zeiten anbelangt, oh, sogar noch tiefer, wir sind jetzt schon bei 38, also schauen wir mal, wie sich die Zeiten im Qualifying dann gleich entwickeln werden. Und ja, wie gesagt, wir haben es, ja, ah, da ist er denn. Hallöchen. Einen wunderschönen zusammen. Gut bei dir, alles fit. Alles in bester Laune. War gerade schon bei Erish und Cremator in der Party und gerade ein bisschen geredet. Naja, es ist Indianapolis ist. Wird bei den Fahrern nicht so gerne gesehen. Also es vielleicht auch liegt an der DLC, es liegt vielleicht an der Strecke, aber die wird von vielen nicht gemocht, deswegen sind wir heute ein paar weniger. Ist auch nicht Erish seine Lieblingsstrecke, aber wir haben gerade, glaube ich, nochmal so überschlagen. Ihm fehlen, glaube ich, nur ein paar Pünktchen für den Meisterschaftsgewinn. Und ja, sind wir mal gespannt, was gleich noch so kommt oder was passiert. Ja, du hast es angesprochen, der Meisterschaftsgewinn aktuell führt er da 52 Punkte vor Kai.
Wir haben auch insgesamt hier zwei Streichergebnisse über die Saison. Das bedeutet eben, ja, sollte er dann die letzten zwei Rennen ausbleiben, wären das seine Streichergebnisse. Das heißt, mit diesen 52 Punkten Unterschied reicht das für ihn heute, wenn er, selbst wenn er nicht in den Sieg holt oder ganz vorne steht, reicht er eigentlich schon eine ganz gute Position aus. Ich glaube, wenn er die zweite Runde beendet hat, dann ist, glaube ich, schon. Ist also eigentlich nur pro forma. Ja, glaube ich auch. Aber natürlich kennen wir ihn, der fährt für heute auf Sieg. Ja, also der will hier gar nicht auf irgendwas gambeln, sondern will halt das Ding wuppen. Denke ich auch. Genau. Also ich muss mal. Das kann er ja nicht, kann er ja uns nicht in der ersten Runde abstellen und vom Server gehen. Das kann er uns nicht antun. Wir haben ja Feuerwerk schließlich für Mitternacht bestellt. Also genau. Der Rennende ist 1 Uhr. Genau. Man muss dazu sagen, theoretisch für Kyle noch die Möglichkeit, ein bisschen aufzuholen. Ich meine, er hat jetzt im Vergleich zu Arish, Arish hat ja fast nur gewonnen, zweimal nicht gewonnen. Kyle, der war... Aber da Kyle heute nicht fährt, ist auf jeden Fall ein Nullstreit dabei. Kyle fährt heute nicht, okay. Kyle fährt heute nicht, deswegen. Und dann schaut es schon wieder ein bisschen anders aus. Kai hat bisher immer mindestens 70 Punkte pro Rennen holen können und hatte auch schon Runde 3 nicht mitgefahren. Dann hat er ja schon seinen 2 Streicher. Korrekt. Dementsprechend stimmt, ist das ja gar kein Thema. Dann reicht es wirklich, wenn er hier 28 Punkte mindestens holt. Ein paar mehr als Max Verstappen, aber ja. Wir haben ja auch ein anderes Punktesystem und somit gibt es hier auch locker mal auch für die hintersten Plätze 28 Punkte. Genau. Deshalb ja, im Endeffekt einfach nur ins Ziel kommen. Egal auf welcher Position, ist das Wichtigste heute. Und da sagt er zu uns, ob wir denn vorbereitet werden. Also, wenn sowas, das ist ja fast unausweichlich dann, ne, dass wenn... Du sagst, okay, da muss einer eigentlich nur Runde 2 oder 3 beenden und könnte als letzter rein theoretisch durchs Ziel fahren, dann ist das ja eigentlich nur reine Formsache. Ja, genau. Ja, sonst wieder heute ein paar neue mit bei, habe ich schon gesehen, es sind welche, glaube ich, die jedenfalls laut ihrem Rookie-Ranking mit das erste Rennen bestreiten. Mal gespannt. Ah, neu für mich sind NotYB von der PlayStation. Ja, genau. Franklin Bacon sehe ich zum ersten Mal auf der 16 neu, gerade. Genau. Bully Boy. Bully Boy, meine ich, hat schon 200 Ranking-Punkte irgendwo gemacht, habe ich gesehen. Aber die anderen beiden sind noch jungfräulich bei 1500, also ganz neu in der Liga. Was ja auch immer so ein bisschen trügerisch ist, ne? Wir sagen dann, das sind hier die Rookies quasi mit den roten Nummernschildern. Aber es ist ja gar nicht so. Also gerade wenn er jetzt von der PlayStation kommt, in der anderen Community, da der Rasierer schlechthin ist, ne? Und hier gleich eine Runde rausknallt, ja, dann edgy badgy mit rotem Nummernschild. Ja, in dem Fall muss man einfach mal abwarten, was seine Pace heute bringt. Oder die Pace der neuen generell bringt. Wo die sich hier einsortieren. Ich glaube, dass hier bei Indy aktuell auch sehr gute Chancen ist, für andere Leute Punkte gut zu machen in der Meisterschaft. Ne? Wir sehen es vom Ranking her. Relativ viele Silberfahrer. Ja. Nur zweimal Gold mit Arish und Lorenzo. Also auf dem Papier ist die Sache eigentlich für Arish geritzt. Aber da sind halt auch schnelle Silberfahrer bei. Ja, wir sollten ihn so auf jeden Fall nicht zu früh festlegen. Schauen wir uns erstmal, wie das Qualifying gleich entwickelt, wer da die Nase vorn haben wird. Dann natürlich der Start an sich ist natürlich auch immer eine Sache. Man hofft immer, dass alles gut geht, aber oftmals jetzt dann eben... Es ist hier so ein Moment,
Turn 1 in Monza, ne? Ja. Gerade hier beim Dunkeln, du kommst aus eigentlich Vollgaspassage oder voll durchbeschleunigen und dann rasselt man quasi auf eine ja, 90-Grad-Kurve fast zu. Da, wenn sich da einer vertut, rechts und links ist kein Gras, wo du ausweichen kannst, da scheppert's hier. Ja, genau. Sehr, sehr enge Kurve mit dem Curb, der da rausgezogen wird. Und jetzt sind wir im Qualifying. Auch sehr interessant heute, sehr lange Boxengasse hier. Wir sehen das jetzt gerade schon bei den Autos, die da sehr langsam und sehr lange durch die Box fahren müssen, bis sie dann wirklich erst Gas geben können. Das dauert wirklich ewig, dann hier durchzufahren. Ja, es wird dann bei den Stops gerade so ein Thema werden auch wieder. Mit der Strategie, wann verliere ich am wenigsten, gerade bei dieser langen Boxengasse. Und wie entwickelt sich das Wetter? Ja, das ist auch immer so eine Wildcard mit den Wettereinstellungen. Das kann sich von Qualifying zu Rennen, kann sich das gleich schlagartig ändern. Wir hatten jetzt mit dem Hungaroring letzte Woche das erste Mal regenfreies Rennen. Ansonsten hatten wir es immer gemischt oder ein oder zweimal, glaube ich, sogar Dauerregen. Oh, kriegen wir direkt mal gelb. Ja, Strecke ist auch nicht ohne, ne? Nee, definitiv keine leichte Strecke. Man sollte manchmal meinen, dass ja, viele 90 Grad Kurven, das sollte ja ganz einfach sein, aber da setzt man sich sehr, sehr schnell drin. Ja, ist ja auch, wurde ja auch schon mal Formel 1 drauf gefahren auf der Strecke. Also, wenn sich an ein paar Leute des älteren Semesters drauf entsinnen, dass da mal Formel 1 und dann gab es eine große Diskussion, dass die Michelin-Reifen nicht die Steilkurve hielten. Und ja, dann sind alle Michelin-Autos in die Box gefahren und das Rennen ist gestartet worden mit sage und schreibe 6 Autos. Das war eine Protestaktion und wir sind alle nach der Einführungsrunde alle an die Box gefahren, haben abgestellt mit Michelin und die Bridgestone-Fahrer, die haben halt durchgezogen. Da waren damals gute Punkte für Jordan und Minardi. Die haben da damals viel geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob Barrichello gewonnen hat oder Schumacher, das war jedenfalls so dieses knappste Finish aller Zeiten, wo sie quasi zielgleich über die Stadt-Ziel gefahren sind, glaube ich. Gibt's sehr schöne Bilder zu. Muss man mal googeln, wenn man da hat. Aber ich glaube, das ist genau dieselbe Streckenausführung gewesen, die wir jetzt hier haben. Nee, die ist ein bisschen anders. Ja, die letzte Schikane war nicht, glaube ich. Die war direkt durchgezogen, ne? Genau, und auch dieses Mittelding war nicht eine Rechts-Links-Kombination, sondern das war so ein. War so wie ein S quasi. Also fährst rein, fährst eine 180 Grad und dann fährst du nochmal eine 180 Grad. Statt der rechts-links hier, wo die Fahrzeuge. Da sagen immer alle, ne, so Rundkurse sind langweilig. Aber guck mal, was die Amis da dann doch gebaut haben. Also es ist ja eigentlich so ein mit Betonei, was sie da sich hingezimmert haben. Aber die haben dann doch relativ viele Möglichkeiten, da ein anderes Layout zu fahren durch dieses ganze Infield, was ja, beasphaltet ist. Ne? Also naja, Indy ist halt sonst hauptsächlich berühmt für das Indy 500. Was halt, ja, ich glaube seinesgleichen, oder es ist in der Triple Crown mit drin, ne? Also Indy 500 gewinnen, genau. Monaco und Le Mans, das ist wohl der Rennfahrer-Olymp, so eine Art. Und ein Fernando Alonso hat es ja öfter mal schon probiert. Der hat einen Le Mans-Sieg, er hat Monaco damals gewonnen. Und jedes Mal, wenn ihm die Möglichkeit, glaube ich, war,
hat er das sogar probiert, glaube ich, mit McLaren oder so hat er das probiert gehabt, ja, auch die Indy zu gewinnen, hatte da aber, glaube ich, jedes Mal irgendwie ein Motorproblem. Lustigerweise mit Honda-Motor. Ja, aber wer weiß, vielleicht geht er ja nochmal irgendwann durch und macht es dann doch nochmal. Mit 50 dann, wenn er dann in 8 Jahren die Formel 1 beendet hat. Naja. Möglich. So Max Verstappen würde ich sowas auch zutrauen, ne? So eine Triple Crown sich holen oder sowas, dass der sich sowas auf die Karte geschrieben hat. So ein Vettel könnte ja auch nochmal versuchen, also wenn ein Sebastian Vettel jetzt wirklich in Le Mans starten würde für Audi und da was reißen könnte, wenn man könnte, hätte, dann würde ihm ja auch nur noch irgendwie 500 fehlen. Mhm. Ist das was Anstehendes, dass Vettel in der WEC antreten will? Man munkelt. Ne? Man munkelt, der geht zu Audi für Le Mans. Ah, okay. Ich meine, so hochkarätige Fahrer, also wenn Schumacher damals frei gewesen wäre für irgendwie sowas, da hättest du doch auch gesagt, wir nehmen dich 2 Rennen vorher mit rein und dann fährst du das Rennen. Du brauchst ja keinen Werksvertrag hier machen, aber... Ja. Ich glaube, Fernando Alonso hat sogar mal den Monaco Grand Prix sausen lassen, um Indy 500 zu fahren, weil es ja immer parallel war. Monaco und Indy waren immer zu dem gleichen Zeitpunkt. Das haben sie jetzt zum neuen, Monaco ist ja verlängert worden, haben sie geändert. Damit die Fahrer vielleicht da nochmal sogar überswitchen können und die Indy 500 gewinnen können. Oder vielleicht einer Monaco. Oder damit man sich die Fernsehzuschauer nicht nimmt. Das kann auch sein. Kann auch sein, ja. Gerade nachdem jetzt Formel 1 im US-Markt auch viel größer ist als noch vor ein paar Jahren. Ja. Macht es wahrscheinlich durchaus Sinn, sich da... Irish deutliche Bestzeit, ne? Ja, 36,4, 1,4 Sekunden vorne, wow. Ich glaube, es gab eine sehr lustige, müssen wir nochmal zu Indy 500, gab es einen sehr lustigen Funkspruch. Ich glaube, damals war es Fernando Alonso, der nach Indy gegangen ist und in McLaren saß. Und McLaren war da das Team, wo er hier, wir erinnern uns an die Saison, GP2 Engine, ja. So, und ich glaube, Jenson Button ist sein Auto gefahren und vor dem Rennen hatten die beiden Teams dann einen Funkkanal offen und die Fahrer konnten miteinander sprechen. Und dann sagte Fernando, bitte pass auf mein Auto auf, ne? Ich brauche das auch die Rest der Saison, also bitte langsam. Und Jenson Button antwortete nur, ja, yeah, I gonna pee in your seat. Ja. Ja, daran erinnere ich mich. Genau, dass er ihm in den Sitz pinkeln möchte. Und Alonso nur sagt, bitte nicht. Ja, geendet hat es damit dann leider, dass er Pascal Wehrlein aus dem Rennen genommen hat. Das dann senkrecht in der Wand gestanden. Da erinnere ich mich auch. Ja. Vorm Tunnel. Dann nicht ganz. Hatte geflippt, dann. Ja. Hatte das Auto nicht ganz so. Unversehrt gelassen. Ja, daher sehen wir, also ich zu Indy sonst historisch kann ich relativ wenig sagen, ne, weil es einfach. Es ist ziemlich weit weg, es fahren die europäischen Rennserien jetzt nicht so oft drauf. Wenn du jetzt hier so einen alten Ami hättest, der könnte dir wahrscheinlich ganz andere Geschichten zu Indy 500 und was da alles schon passiert ist, erzählen. Aber ich bin da nicht so confirm, was NASCAR oder Indy oder was hier sonst so auf dem Kurs noch fährt. Ah, ich auch nicht. Ich habe bloß damals 2017 habe ich reingeschaut ins Rennen, wo eben Alonso mitgefahren ist und sonst absolut keine Ahnung. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, Sebastian Vettel sein Formel 1 Debüt war, glaube ich, sogar hier in Indianapolis. Das war hier, ja. Genau. Ne? Im BMW damals. Also ja. Hat er dann noch einen das Punkt, ist das, was Punkt geholt? Direkt ja. Im ersten Rennen. Ich meine, was er auch geschafft hat, war direkt mal bei der allerersten Ausfahrt sich die erste Geldstrafe einzuhandeln fürs zu schnell fahren in der Box. Da meine ich, war auch irgendwas in der Art. So.
Ja, gut. So, wollen wir nochmal gucken, was wir hier so im Angebot heute haben an den Fahrern. Ja, gerne. Dann rasseln wir sie doch mal durch. Arish haben wir, altbekannt im Mustang. Rank Sonic aktuell auf der 2, auch Mustang. Dennis R4L im Porsche vertreten auf der 3. Detlef im Ferrari auf der 4. ATR Creation Z im Lamborghini. Die Deute Werder auch im Mustang. Bully Boy hatten wir darüber gesprochen. Glaube ich auch eins der ersten Rennen mit dem Mustang auf der 7. Cremator im Ferrari auf der 8. Chete Crew auch Mustang auf der 9. Und Karpatschew im BMW auf der 10. Dann haben wir Scarabay oder Chuck Scarabay auf der 11. Wir haben Roy D auf der 12. Danica San auf der 13. Lorenzo auf der 14. The Blue Ninja auf der 15. MacWeb auf der 16. Den guten Weichsi auf der 17. Matt Ardy auf der 18. Wackfest auf der 19. Und Transport Deloy auf der 20. Ja, dann hatten wir schon neu dabei. NotJB auf der 21. Franklin Bacon auf der 22. Und das Schlusslicht aktuell der Sir Killalot. Da hoffe ich mal, dass er nicht so viel. Also letztes Wochenende oder letztes Rennen hat er ja, glaube ich, einige gekillt. Mal so ein bisschen. Meine ich schon, ne? Also hoffen wir mal, dass er heute dem Ärger ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Ja, für die beiden Neuen hier auf 21, 22. Aktuell ein bisschen tough, aber also wenn wir jetzt nur nach diesen Fähnchen gehen, ne, wie erfahren sind die Fahrer, was haben die für Ranking? Da hat Lorenzo aber ganz schön was aufzuholen, ne? Ja. Aktuell also auf der 15. Musste sagen, wenn man ihn jetzt fragen würde, ist das so deine Lieblingsstrecke? Klares Nein. Wahrscheinlich. Also na, höchstwahrscheinlich. Also ich würde einen Fahrer mit dem Level eigentlich weiter vorne erwarten, aber na gut, wenn es nicht deine Strecke ist, ne? Ja. Harris sagte auch, es wird nicht zu seinen Lieblingsstrecken, aber nichtsdestotrotz würde ich heute viel darauf setzen, dass der auch wieder ganz vorne steht. Ja, mit Sicherheit, also aktuell ist er da. Kann dann nur Rank Sonic einigermaßen mithalten hier im Quali. Gut, wir wissen, Dennis, der ist nicht unbedingt der Quali-Fahrer, der ist hier im Rennen ein bisschen besser. Von dem her schauen wir mal, wie es im Rennen dann gleich ausschauen wird. Also wird im Rennen bestimmt ein bisschen näher dran sein als die 1,2 Sekunden. Aber sonst glaube ich, relativ wenig Konkurrenz heute für Arish da. Na, lass mal in Kurve 1 knallen. Gut, das kann natürlich immer passieren, ja. Wenn da ein paar nach vorne kommen, die sonst nicht da vorne hingehören, dann knallt es halt mal nicht hinten, sondern nach vorne. Na, das hat es dann auch schnell. Icy verbessert sich auf die 9. Oh, stark. Ach, 10 jetzt. Bartow auf die 9. Ja, Strecke ist wirkt aber auch nicht optimal, ne? Bleibt auf grün. Ja. Also die Temperaturen, obwohl es 18 Grad Temperatur sind, ne? Haben die Autos ihre Probleme, Tim. Ja, wahrscheinlich einfach nicht genügend Fahrzeuge, um die Strecke hier voll auf Optimum zu bringen. Aber noch 5 Kilometer Windgeschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, ob sich das wirklich so sehr auswirkt im Spiel. Habe ich jetzt nicht so die Erfahrung mit. Arish drückt seine Zeit nochmal. 36,2 jetzt. Ah, der hat Angst, dass da noch jemand ihn attackiert. Ah, der will noch die 35er Zeit wahrscheinlich. Wir haben ja Fahrer springen gerade an die Box zurück.
haben noch ein paar, die unterwegs sind, also schauen wir mal. Ui, Bully Boy auf die 3. Super starke Runde. Dennis wird zum Thema verbessern. Rote Nummer. Ja. So, Zeit ist inzwischen um. Das bedeutet, die Rundenzeiten werden noch mal zu Ende, oder die Runden werden noch mal zu Ende gefahren, oder es wird dann die Box zurückgegangen oder gesprungen. Ich glaube, Rank Sonic noch mal eine Zehntel oder so gefunden, bleibt aber auf der 2. Haben jetzt noch 4 weitere Autos. Sind sich gerade alle auf den Plätzen 4 bis 7, die hier noch unterwegs sind. Vielleicht geht da noch mal was für einen der Fahrer. Weil trennt sie 4 Zehntel. Jetzt hat der Creations eher der Erste, der über die Linie geht. A kann sich nicht verbessern. Keine Verbesserung. Detlef auch nicht. Du Deute Werder auch nicht. Nee. Und Dennis? Dennis auch nicht. Nee. Und damit geht das Qualifying an Arish. Gratulation zur Pole Position und 2 Punkten. Rank Sonic auf der 2 und Bully Boy komplettiert die ersten 3 Fahrer hier im Quali. Durch, wenn sie im Grid stehen, würde ich sagen. Ne? Ja. Aber ja, Bully Boy auf jeden Fall Überraschung. Auch ein Scarabay, ne, auf die 8. Ja, ist immer beachtenswert, wenn man irgendwo relativ neu oder neu mit dabei ist und dann direkt mal was Gutes vorzeigen kann. Ich auch mal zeigen, was im Ferrari steckt, auf der 11. Ist ja sonst auch eher so ab der 20 unten zu finden. Oh. Gut, rasseln wir mal durch. Können wir machen, ja? Fängst du an? Fang ich an, ja. Wir haben Arish auf der 1, holt sich die Pole Position, Rank Sonic auf der 2 und auf der 3 Bully Boy, der die Top 3 für die Mustangs komplettiert. Wir haben Dennis auf der 4, wir haben Detlef auf der 5, der Deuerwerder, schnellster PlayStation-Fahrer auf der 6. HTR Creations auf der 7, Chuck Scarabay auf der 8, Chitako Crew auf der 9 und Bioha Cremato auf der 10. Auf der 11, Weichsee, dann Transport Deloy auf der 12, 13, Karpachev. Danny Scan auf der 14, Roll D 15, Mad Adi auf der 16, 17, McRap, W Ninja die 18, 19, ziemlich enttäuscht, Lorenzo. 20 ist Breakfast. Und die letzten 3 haben wir Franklin Bacon, Sir Killalot und Not YB. 23. Ja, die beiden 9, ne? 21, 23, die werden zu kämpfen haben. Die stehen da hinten mit Sir Killalot. Ja. Boah, und überleg mal, ne? Guck mal, Lorenzo, der hat einen Goldrang und ist auf der 19. Der ist nicht weit weg von denen, die gerade angefangen haben, ne? Mhm. Ja. Cool. Wow. Aber beurteile nie ein Buch nach seinem Einband, ne? Das musst du auch anders Richtung sagen, was Bully Boy da abreißt. Also Platz 3 zu fahren. Könnte dem Mustang entgegenkommen, die Strecke, ne? So wie man es aktuell sieht. Auf 1, 2, 3. Aber mal gucken. Auch Rank Sonic, glaube ich, ist heute, haben wir sonst noch nie so weit vorne gesehen. Nee. Ist, glaube ich, auch vielleicht, könnte sein, einer seiner ersten First Row Starts sein, weiß ich nicht. Nicht möglich.
bin ich jetzt nicht so versiert drin. Aber schauen wir mal, wie es gleich im Rennen ausgehen allem, wird. Wer schafft es jetzt gleich, Start zu drücken, wer schafft es nicht? Wir sehen schon, vereinzelt gehen Lichter an. Da ist jemand zu Hause. Die Fahrer haben es auf jeden Fall ins Grid geschafft. 20 Sekunden. Oh, zum Beispiel Arish, siehst du, ist noch nicht im Auto. Ja. Na, hoffentlich schafft es noch. 10 Sekunden. Wäre natürlich ärgerlich. Da macht sein Auto ruckeli-ruckel. Aber er hat noch kein Licht angemacht. Ich glaube, es haben alle ins Auto geschafft. Ich sehe kein P. Sehe ich auch nicht. So, Wetter sagt jedenfalls, wir bleiben mal erst bei trocken und bewölkt. Jedenfalls eine Viertelstunde. Auch spannend sein zu sehen, wie sich das Wetter entwickelt. Immer schön bei so Nachtrennen finde ich ja die Beleuchtung, die dann wirklich an den Autos angebracht ist. Ne? Das sind ja auch wildeste Möglichkeiten oder alles Mögliche, was man da einstellen kann. Gerade wenn man eigene Lackierungen macht. Ja. Und je nachdem, in welcher Kameraperspektive man ist, sieht man ja auch den ein oder anderen Flammenauswurf oder errötete Bremsscheibe. Das ist natürlich ein cooler Effekt, das im Spiel zu haben. Guter Ausbruch, genau. Und so wie ich sehe, sind auch einige, die dann halt schon direkt die Zusatzscheinwerfer aktiviert haben, das Scheinwerferlicht. Ich finde, bei Arish sieht man das vorne am Mustang sehr gut, ne? Der hat ja seinen Auspuff rechts und links. Da glüht es ordentlich schon. Ist auch schnelle Runde, ne? Also musst du sagen, dass die jetzt schon, ich meine, die haben jetzt gleich noch ganze Kurvenpassage, aber da vorne wird schon Double File ausgerufen. Ah, das passiert sehr früh. Fährt auf jeden Fall nah am Arish, also der hat einen super ausgeleuchteten Diffusor. Ja, und das Rennen ist freigegeben. Grün, grün, grün. Los geht's. Beiden vorne kommen erstmal gut weg. Dennis im Vergleich zu Bullyboy auch noch ganz gut mit dabei. Detlef auf der Innenseite, die gehen dann zu dritt rein. Alles gut gegangen. Bislang. Also Stolz, kein Kurve 1 Incident. Ja, freu dich mal nicht zu früh, das hat's auch oft in den späteren Kurven. Ja, aber Kurve 1 ist besonders ärgerlich, ne? Klar, das ist natürlich immer. Wenn man es nicht mal bis zur ersten Kurve schafft. Nach der ersten Kurve. Franklin Bacon hat sich gedreht auf jeden Fall. Arish, ja.
Vorne vor Rank Sonic, Bully Boy, Dennis RFL, HTR Creations, also ich glaube die Top 4 unverändert. Danny's Gun steht mitten auf der Geraden. Oh. Aber links auf Seite, also irgendwie. Ja, strange. Hat also auf die 8 vorgeschafft, weil sie leider ein paar Plätze verloren, auf die 14 zurückgefallen. Oh, Matt Hardy hat, glaube ich, viele Plätze gewonnen, der ist auf der 12. Auch NotYB schon vor auf die 19, also der hatte auch einen guten Start. Jetzt hat sich hinten ein bisschen auseinandergezogen. Sah mir aber eher so aus, als ob vielleicht ein, zwei die Anbremszone verpasst haben. Sich dann gedreht haben und dann warten mussten, bis sie sich wieder einreihen konnten. Also. Mhm. Nicht ganz, steht da immer noch. Ja, die Fahrer sehen das hoffentlich. Geht ja auf der Seite. Der steht auf Seite und ist jetzt in die Box gesprungen. Ah. Runter vom Server. Halt's ja. Runter. Genau. Ich glaube, Irish fährt heute Rennen gegen die Wackfest. Uhr. Wackfest. Verbremst sich. Ist doch Wackfest, du bremst sich hier. Aber ohne großen Impact, ne? Ne, nur ein bisschen weit gegangen, verliert zusätzliche Positionen, aber ein Unfall glücklicherweise. Oh, bisschen später allerdings. MacWeb, Karpachev, glaube ich. Oh, und Weissi in der Anfahrt auf die letzte Schikane. Ja, da sieht. Oh. Da sieht generell die letzte Schikane sieht schon sehr wild aus. Ne? Das sieht aus wie Monza Kurve 1. Ja. Aber Weissi konnte leider nichts machen, ist da halt einfach aufgefahren, während Fahrzeuge vor ihm quer standen. Aber was zwischen Karpachev und. Habe ich es wieder vergessen? Und Dennis kriegt es mit Creation Z zu tun. Hab da auch schon gleich einen leichten Lackaustausch. Und Stupser auf das Porsche Heck. Ich stupse immer gar nicht so ohne, weil das haut dann einmal ziemlich schnell Schaden drauf. Und bei manchen Fahrzeugen ist es sehr, sehr sensibel, wenn der Diffusor Schaden bekommt. Ja. Das ganze Heck instabil des Autos und Matt Hardy war beim ersten Service. Operations versucht sie in Position zu bringen, um jetzt gleich auf der Zielgeraden anzugreifen. Da kommt er deutlich fixer aus der letzten Kurve raus und ist auch schon vorbei. An Dennis hier in den Windschatten, um vielleicht nochmal sich ranzusaugen. Vielleicht für den Konter. Sehr nah dran. Reicht allerdings nicht. Und damit Creations vorbei auf die 4. Schönes Manöver. Ja, was da ich... ist aber auch sehr viel direkt hinten dran. Ne? Detlef hängt jetzt auch direkt an dieser. Also bis Detlef, na, vielleicht sogar noch Crematore. Ein schönes Grüppchen zusammen, was alles vielleicht im aktiven Windschatten laufen kann. Na? Matt Hardy war zu schnell in der Box, Stop-and-Go 30 Sekunden. Ärgerlich. Gut, bei so einer langen Boxengasse doppelt B. Oh. Ui, da hat sich gerade Matt Hardy weggedreht. Wer weiß, kalte Reifen. Auf Temperatur gewesen.
sich auch gut nach vorne gearbeitet hat zur Killer-Lot, ne? 15. Ja. Ist ja auch gerade bereits schon an der Blue Ninja vorbei. Auf der 14. Und da sagen die Fahrer immer alle, die mögen solche Strecken nicht. Da fahren sie lieber Ungarn, wo sie nur nicht überholen kann. Können. Ja. Ja. Ich diese Windschattenspiele auf der langen Stadt sind hier eigentlich auch sehr interessant, ne? Ja. Das hält die Autos schön zusammen. In der Formel 1 wäre es hier schon ein schöner DRS-Train, ne? Mit Flügel flach und gib ihm. Ja. Ja, auch Paul Ricard ist eigentlich eine witzige Strecke, wenn man sich überlegt. Man hat die eine Seite mit der langen Geraden, wo man einmal den kompletten Kurs entlang rast, und dann das ganze Infield auf der anderen Seite, wo man dann Kurven fahren muss, ganz viel. Das ist auch. Das ist auch ein bisschen witzig. Ich glaube, die Mistral gerade ist das, ja. Ja. Oh, ich glaube, Ninja hier gerade noch mal weit zurückgefallen. War hier sehr langsam. Nee, Quatsch, das ist der Killer-Lot. So, Matt Adi macht seine Stop-and-Go direkt. Weiß hier, Breakfast sind auch beim Service. Wir haben hier kein Boxen-Stop-Fenster, das bedeutet, man kann hier jederzeit reinkommen. Von der ersten bis zur letzten Runde. Kampf um Platz 10. Chitako Crew hat sich da ganz, ganz deutlich im Spiegel gezeigt von Barabay. Auf Geraden. Mal eben ausgeschert und Lichthupe gemacht. Und gezeigt, ich bin da, ich will vorbei. Aber das interessiert den Aston Martin relativ wenig, ne? Nee. Ascarabay weiß, wie man sich verteidigt. Fährt schon eigentlich Schlangenlinien dahinter, ne? Ja. Ja. Wenn er die nicht machen würde, hätte er vielleicht irgendwann mal den Speed, um ja, wahrscheinlich schon die Nase nebenzustecken. Sind ja auch Meter, die man dadurch verliert, die man extra macht. Ja. Einfach so ein Zeichen auch von Überlegenheit, ne? So ein bisschen hinten die Spiel rum, dann muss er jetzt aber auch Taten folgen lassen und auf den Geraden zuschnappen. Wollen wir mal gucken gleich. Nah genug dran scheint er zu sein. Mal zeigen, was hier der Mustang Ami Power hat. Nee. Das Heck wird nicht größer. Mm-mm. Minimal, aber das wird nicht reichen. Oh. Barabay, glaube ich, ein bisschen zu weit gegangen. In den Apex verpasst. Naja, hoppelt über den Curb und dann ist eigentlich die Chance, da muss er eigentlich dann. Oh, Creations gerade an Bullyboy vorbeigegangen. Das hat sich auch schnell entwickelt hier. Creations jetzt auf der 3. Das hatte ich nicht kommen sehen. Weil die ersten beiden. Rank Sonic machen einsames Rennen, ne? Er ist ganz vorne weg und Rank Sonic hat auch schon. Aber Creation Set hat da abreißen lassen, nach vorne, also. Aber das ist heute vielleicht genau das, ein offener Kampf um Platz 3. Ja.
Was wird's sein? Wir haben es ja von P3 bis P7 sind alle gerade innerhalb von wenigen Zehnteln. Ich würde sogar noch bis 10 da mit reinzählen, ne? Ja. Akrimato hat ein bisschen abreißen lassen, 1,7, aber prinzipiell ist es bis P10 eng, ja, das stimmt. Ne, das ist noch so ein. Das ist jetzt noch was, wo ich sagen würde, ja, da kannst du an der Box noch was rausholen. Ja, definitiv. Creation sitzt auch an der Box. Ja, geht der ran, weil er Probleme mit den Reifen gekriegt hat? Haben die Drücke nicht gestimmt? Ist. Ne? Hat er sich die irgendwo im Dreck irgendwas gemacht? Oder will er sich einfach nur den Stress wegnehmen? Ne? Das stresst einen ja auch immer, wenn so eine ganze Meute da hinter einem herfährt. Man bringt dann noch. Bringt dann noch ganz schnell mal zu Fehlern. Ja, ja. Irgendwo das Fahrzeug überfahren. Genau. Adi hat jetzt einfach auch schon einfach beide Boxenstops gemacht. Oh, da kommt ja noch was. Mhm. Ich hoffe, er hat vollgetankt. Werder saugt sich ran an Dennis, aber reicht nicht zum Reinziehen. Aber zum Groß im Spiegel zeigen. Ja, dafür reicht's. Aber Dennis macht hier auch keinen Fehler. Noch nicht. Aber eigentlich ist der Dennis auch erfahrener Fahrer. Muss ich noch sagen, fährt bei uns auch, muss ich gleich auch noch fahren, Rallye. Und ist da auch ziemlich erfolgreich. Unser Rallye-Champion. Da auch, wenn ihr da Interesse oder sowas habt, am WRC-Spiel ist jetzt im Black Friday mit neuem DLC, glaube ich, für 12 Euro zu haben, also ein Spotpreis. Es gibt das ganze WRC-Spiel von letztem Jahr inklusive DLC und kommende DLCs, also quasi mit einem Season Pass für 12 Euro. Heißt, EA hat es da gemacht, das alte Rallye-Spiel genommen und einfach so wie es ACC macht, ein neues Season-DLC dazu gemacht. Mhm. Ja, das, was man sich bei anderen Spielen wie FIFA, Formel 1 oder sowas mal gewünscht hätte, man baut auf einem Spiel irgendwie saisonmäßig auf, haben sie da gemacht. Bei dem Rallye-Spiel sind halt die 24er Lackierung und Autos reingekommen und auch ein paar Strecken und es kommen auch noch welche dazu, sodass man wirklich die aktuelle Saison hat. Und das Ganze für Black Friday Sale gerade, glaube ich, für 12 Euro zu haben. Also, nice. Wer da Interesse hat am Rallye-Sport. Ich meine, ich spiele BRC schon ein bisschen länger, auch von dem vorigen Publisher. Aber da hat EA jetzt auch einen guten Job gemacht direkt. Ich glaube, ich letztes Jahr erst die Lizenz übernommen. Normalerweise weiß ja, wenn so ein neuer Publisher eine Spielreihe übernimmt, dann sagst du, ah, die ersten Katze vergessen. Ja. Durchweg direkt überzeugt. Ich hatte auch Angst, EA mit Pay to Win, gerade was FIFA oder sowas angeht. Ja, alles klar, da musst du bei Rallye das Kotflügelpaket kaufen. Ja. Aber so war es dann doch nicht. Also, alles gut. Top-Spiel. Und vor allem kann man es über eine Saison, wir haben einen Club eingerichtet, wir fahren eine Rallye quasi über eine ganze Woche. Das heißt, die richtest du ein, du fährst, wann es dir passt. Das ohne großen Stress. Natürlich super, ja. Von Montag bis Montag hast du Zeit.
einzige Rallye, ich weiß glaube ich gar nicht, welche jetzt dran ist, Indonesien oder was weiß ich, zu fahren. Ja, wenn du nicht ans Ziel kommst, kommst du halt nicht ans Ziel. Ich verstehe es eh nicht, warum nicht mehr Spiele das übernommen haben, weil es hat sich ja ausgezahlt, in vielen anderen Titeln auf diese Seasons zu setzen, dass man einfach immer wieder neuen Inhalt reinbringt. Man guckt dir Fortnite an, guckt dir... Jetzt noch? Keine Ahnung. Naja. Ja, also ich glaube, EA hätten sie es bei FIFA gemacht. Ne, das ist so ein Spiel, was sehr gut läuft. Jetzt da nur DLC für 50 Euro angeboten oder auch jetzt die neue Version kaufen lässt für 100 Euro. Ich meine, diese Ultimate Teams, die da gespielt werden, die spielen sie ja auch. Irgendwann am Ende der Saison hast du ein Ronaldo, ein Messi und ein Mbappé in deinem Team und dein Team ist High-End-Stufe. Ja. Dann ist das auch zu Ende gespielt. Dann musst du auch eigentlich ja fast wieder anfangen. Ja, ne? Stimmt. Aber, ja. Ich fände es auch schön, wenn es aufbauen würde und man das, also es wäre ja mein Wunsch, so ein Formel-1-Spiel mal zu haben, wo sich die Saisons aufbauen und dann kannst du einfach auch mal mit den Autos ein paar Generationen zurückgehen, ne? Das wäre ja der Hammer, aber no. Weil Lizenzen müssten sie ja haben. Aber wer weiß, letztes Jahr, also ich glaube dieses Jahr kommt glaube ich das letzte Formel 1 dann, ne, nächstes Jahr kommt das letzte Formel 1 glaube ich raus, was EA hat. Vielleicht packen sie ja nochmal alle Lizenzen rein, die sie haben, das wäre schön. Ja, mal schauen. Mal schauen, aber vielleicht neuer Publisher, neues Glück. Vielleicht mal ein bisschen Abwechslung tut dann ganz gut. Ja. Ganz gut. Auch so eine Spielereihe. Nächstes Jahr kommt ja auch das neue Assetto Corsa. Ich bin gespannt drauf, gerade was bezüglich diesem Free Roam betreffend. Da habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Also ich habe jetzt auch nicht mehr so krass erkundigt. Aber es klingt alles schon ganz spannend. Vielleicht eigentlich dann auch ein Spiel, was Gran Turismo komplett in den Schatten stellt. Mal sehen. Ja. Gran Turismo ist halt schon eine geile Spieleserie. Nur für Gran Turismo und eine PlayStation hier stehen. Sonst nur Xbox und eine PlayStation kommt mir sonst für nichts anderes ins Haus, aber für Gran Turismo nein, dann doch eine hier stehen. Das Einzige, was ich selber gespielt habe, ist das Vierer auf der PlayStation 2. Hm. Aber das war auch schon ein Traum. Ich glaube, aktuell ist 7, glaube ich. Ja, 7 ist das aktuelle. Ich sage dir, es ist wirklich, selbst mit, also ich habe hier nur eine 4 stehen, eine PlayStation 4, die ich geschenkt bekommen habe. Und selbst damit ist das sehr, sehr gut. Und es sind immer so viele Features, die ich mir in Rennspielen wünsche. Einen kompletten Editor mit Systemübergreifung, ne? Das heißt, guck mal an, dieses Spiel, Assetto Corsa, jetzt zum Beispiel hier ACC, die Fahrer fahren hier auf der Konsole, können aber nur ihre eigenen Lackierungen mit diesem Manager machen und dann gibt es 5 Auswahl und Farben kannst du wählen. Toll. Aber wie kreativ sind denn manche am PC? Ne? Also, wenn du das am PC mal hättest oder siehst, was sind da für tolle Lackierungen bei? Und ich wäre überzeugt, dass wir solche Lackierungen hier auch bei uns sehen würden. Oder andere Funktionen, ne? Wie du sagst, hatten wir glaube ich letztes Mal eine direkte Strafung im Rennen. Ja. Replays mit dem Bild im Bild und alles mögliche. Es sind alles Features, die es auf dem PC gibt, die das Spiel irgendwo mal hergibt, aber wo man leider auf einer Konsole beschnitten wird ein bisschen. Das finde ich immer sehr schade. Und die einzigste Option, die du an der Konsole hast, ist so ein offener Editor, so ein bisschen, dass du wenigstens sagen kannst, okay, macht euch Rennanzüge, wie ihr wollt, macht euch, dann brauchen sie ja noch nicht mal Lizenzen für einkaufen. Ich glaube, Gran Turismo kauft keine Lizenzen ein, sondern die sagen, das Auto ist jetzt lizenziert mit, ich weiß nicht, Castrol-Lackierung, ja? Und was die Community nachher für Folie drüber zieht, so.
Das ist ja der ihre Sache, ne? Ja, genau. Forza macht das ja auch. Das neue Forza Motorsport, du kannst es ja auch am PC und die Konsole. Die Lackierung jedenfalls für die Autos. Kriegst du da auch die besten zusammen. Aber die Fahrer bleiben halt vorgeschrieben. Bei Gran Turismo ist es halt, du kannst den Fahrer halt und den Helm auch anpassen, ne? Also. Natürlich cool, das wusste ich nicht, ne? Sieht mein Rennanzug halt, der ist der von Michael Schumacher aus dem Jahr 2004. Mit dem Helm. Schön. Inzwischen hatten wir schon einige an der Box, zumindest einmal. Naja, wir haben ja 20 Minuten gerade rum. Ja. Bewölkung nimmt zu. Wollen wir mal anmerken. Ja, wir haben Ausblick auf die nächsten 15 Minuten, also mal schauen, ob sich da was tut zum Rennende hin. Fahrer sehen es ja auch nur oben an dieser Wetterbedingung. Am Himmel selbst können sie nichts sehen, weil es dunkel ist. Nee. Ja, wenn ich diese Wetterbedingung sehe, jetzt, also zwar bewölkt, jetzt sind mehr Wolken, es könnte Regen geben. Das wäre spannend. Das würde bedeuten, dass die meisten Fahrer den zweiten Boxenstopp dann versuchen werden, so lange wie möglich rauszuzögern. Naja, außer Franklin Bacon und Matt Addy, die haben ja schon. Ja. Die haben schon, ja. Möglicherweise unfreiwillig. Go, MacRap. War hier jemand zu schnell? In der Boxengasse hat aber gerade abgesessen. Links in der Box. Mit Leute Werder. Mal gucken, bis wohin heute Arish sogar den Leuten eine Runde aufbrummt, der davon nicht locker lässt. Kann mir da gut vorstellen, dass er bis Platz 8 überrundet. War mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass es reichen wird, alle zu überrunden, aber schon nee, da sind gute Stücke überrunden. Leute auch zu schnell. Zum Beispiel Rank Sonic, ne, der ja eigentlich auf Platz 2 kursiert. Der war ja nicht so weit weg. Ja, das stimmt. Gerade bei NotYB, der jetzt gerade ansetzt gegen Sir Killalot und geht auch vorbei. Sir Killalot hatte da einen Fehler anfangs der Gegengeraden, aber das war auch gut gemacht von NotYB. Bisschen später auf der Bremse und dann geht er hier vorbei. Feiert hier einen guten Einstand bisher. Stimmt. Die Fahrer, wie war ich sie und so am Anfang noch, ne, dass die sich relativ gut platziert haben, aber die mussten federn lassen. Ja. Oh, Arish beim Pit. Dabei war hier ein bisschen aufgelaufen auf Cremato, aber schon spät hier auf der Bremse gewesen. Das hat jetzt wieder ein bisschen Zeit gekostet. Transport der Leute ist dran am Weichsee.
man hier seine Duelle schon suchen. Ne? Ist doch ein bisschen jetzt entzerrt aktuell gerade das Feld. Wir hatten auch vorhin sehr lange über alles Mögliche als das Spiel, als das Geschehen gesprochen. Auch sehr interessant, ne? Der AMG von Transport Deloy, das sieht da oben mit der Antenne, die beleuchtet ist. Ja. Dann doch sehr auffällig IT nach Hause telefonieren. Ruf das Tochterschiff mit dem Mutterschiff zu kommunizieren. Primator auch an der Box. Oh, verpasst hier glaube ich so ein bisschen den Bremspunkt. Und trifft weich sie am Heck. Ist der Strecke Roy D. Bisschen wilder aus. Habe ich aber ohne Einschlag. Irish hat 13 Sekunden Vorsprung vor Rank Sonic. So, und Bully Boy holt sich hier in seinem Einstand direkt mal ein paar Führungsrunden. Ja. Er macht das hier richtig gut. Ein tiefen, starkes Steht Rennen. Nachher alles in der Statistik, Führungsrunden. Sieht man denn das? Statistiken? Nachher im Rennergebnis. Ah, im Rennergebnis. Ja, ziehen ja dann das Rennergebnis vom Server. Und dann machen wir es ja über Sim Results. Laden wir das da rein. Ich dachte, dass das man vielleicht auch irgendwo auf der Website dann später drin steht. Also nicht nur Sim Results, ja? Sondern quasi wie eine Tabelle. Ist ja bei uns. Ist ja. Ja. Könntest du nachher draus machen. Aber du könntest jetzt auf das Rennen von letzter Woche gehen und dann könntest du Sim Result sehen und dann würdest du das da hinten sehen, wie viele Leading Laps einzelne Fahrer hatten. Und wenn du das alles irgendwie dann hier in CSV, könntest du da eine komplette Saisonstatistik draus schreiben. Meiste Führungsrunden und meiste Punkte wird ja sowieso gerechnet. Ja. Braucht man ja, um am Ende den zu definieren. Ja. Oh, Attacke von Transporteloy gegen NotYB. Darf man so ein bisschen spoilern schon, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen weniger Action auf der Strecke haben. Es geht mit unserer Season weiter. Ne? Also wir haben jetzt noch zwei Rennen dieses Jahr abzusolvieren. Rennen 9 in Donington und das Finale in... muss ich nachgucken gerade? Suzuka. Suzuka, genau. Wir kamen gerade die Attacke und von Transporteloy ist jetzt vorbei. So, und da aber der Fehler. Ja. Ah. YB kann da nicht ganz abbremsen, trifft ihn minimal. Oh, da aber auch knapp an der Boxmauer vorbei, ne? Ja. Ja, und dann machen wir einen kleinen Weihnachtsbreak und rutschen ins neue Jahr rein und ja, dann machen wir weiter damit, wo wir auch gehört haben. Also mit, es kommen ein paar Änderungen rein, aber im Groben bleibt das Format erstmal so, wie es jetzt ist, weil es eigentlich bis auf heute das halt
ein paar weniger sind, aber dann doch ganz gut lief. Ich glaube, das zweite Rennen, Breakfast, war sogar so weit besucht, dass wir können ja maximal 40 Fahrer aufnehmen, 30 zusätzliche rein wollten. Also es wollten 70 Fahrer genau das Format fahren. Und ja, da möchten wir daran anknüpfen und deswegen bleiben wir in der GT3-Klasse für den nächsten Cup. Aber Infos folgen dann immer noch. Wir werden auch wieder ein paar Fun-Events zwischen den Weihnachtstagen und hin nach Januar fahren. Bleibt spannend, bin ich gespannt auf die nächste Season. Mal gucken, wo wir noch Stellschrauben finden würden. Ne? Ein bisschen am Wetter, ein bisschen an der Häufigkeit des Regens, vielleicht an der Temperatur ein bisschen drehen kann. Ah, da haben wir genug. Jetzt sind wieder weniger Wolken. Ah, lässt ein bisschen nach. Mal kurz auf die Ja, Hälfte ist rum. Wolken haben wieder abgenommen. Die Führung, Detlef, geht gerade in die Box rein. Und dann waren mindestens alle einmal Up Creation Z auf der 16. Bereits auch schon zweimal in der Box. Dazu gehört dann Royal D, Sir Killer Lot, Franklin Bacon, McRap und Adi. Die waren schon zweimal zum Service. Und der Rest vorne einmal. Erich holt sich seine Führung zurück. Und Detlef darf den Ferrari auch wieder aus der Box fahren. Sonic ist vorbei. Holt sich seinen zweiten Platz wieder. Und jetzt gucken wir gleich mal. Uli Boy wird sich auch den dritten wiederholen. Mit dem ganzen Grüppchen, so sieht's aus. So, jetzt darf Detlef wieder Gas geben und wird sich dann dort, ich glaube, hinter Krematoor, genau, so ist es, hinter Krematoor einreihen. Krematoor war es gar nicht. Hinter Dennis darf er sich einreihen. Ne, gar nicht. Krematoor ist das. Krematoor. Krabay. Dahinter ist er noch. Hinter Krematoor und Scarabay. Ne, vor den beiden. Wie bin ich denn? Detlef auf der 6. Krematoor hinter Scarabay. Da haben, glaube ich, nach dem Stop Plätze getauscht. So. Zweikampf zwischen Transport Deloy und Weichsi und da will jetzt Bully Boy zwischendurch. Ja, und Dennis freut sich, der ist nämlich direkt mit dran. Dennis geht innen. Dennis attackiert direkt Bully Boy. Da zieht ihm jetzt der Mustang aber davon auf der Geraden. Das war knapp mit Transport Deloy und Dennis.
gegangen. Regen, 15 Minuten. Eieiei, das wird spannend. Wir kriegen zum Ende Regen. Mit 8 verbleibenden, 9 verbleibenden Minuten gibt's Regen. Ja. Ob das genug ist? Ja. Ob das für die Gambler... Da wird stark drauf ankommen, ob sich noch verändert oder ob es wach bleibt. Ich bin mir sicher, wenn wir hier 2 von diesen Reihen sehen von Regen, dann werden die Leute bestimmt reinkommen. So, nochmal. Wobei, vielleicht auch nicht. Ich meine, so ein Boxenstopp kostet schon viel Zeit. Ja, aber wenn du deine Kiste auf der Strecke kaum gehalten kriegst, dann verlierst du 20 Sekunden in der Runde. Oh, jetzt ist es schon schwerer Regen. Starker Regen. 15 Minuten. Also es setzt sehr schnell ein und wird dann auch sehr schnell sehr heftig. Oh, Cremato musste dann ein bisschen präventiv ausweichen. Das gab aber hier nicht. Vielleicht nochmal was. Das ist so ein bisschen, was Creation Set jetzt auf die Füße fällt, ne? Ja. Er ist schon früh rein für seine beiden Stops. Naja. Können jetzt andere davon profitieren? Wegfest mit einer SG-30. Oh, ärgerlich. Auch ein Kremator, ne? Der nicht an einem Sux-Garabé rankommt. Ja. Hier schwer. Aufs Wetter geguckt. Was? Ich sagte, ein Lorenz und ein Notch YB, die an die Box gehen. Ah, haben nicht aufs Wetter geguckt. Nicht auf den Wetterradar geguckt. Nee, wahrscheinlich nicht. Zwischen die Strecke auf Optimum. Eigentlich schon eine Weile, aber zum Letzten ist aufgefallen. Gerade erst umgesprungen, ja. Für gute 10 Minuten. Danach wird sie wieder rapide abnehmen. Ja, das stimmt.
weiter hinten. Ich glaube, der wurde aber gerade überholt. Franklin Bacon von MacWeb. Weil da wird der Abstand größer. Ja. Kleiner. Oh. Das war gut gelöst. Da zusammen während der Transport-Deloy war hier, hat jetzt im Überrunden angesetzt und MacWeb schlüpft einfach mal mit durch an NotYB vorbei. Kategorie nicht aufgepasst. Ja, Franklin Bacon sogar auch noch mit durchgerutscht. Zwei Positionen verloren an der Stelle. Lass dich auch noch mal ganz kurz alleine. Ich besorge mir mal eben Regenstiefel für den kommenden Regen. Alles klar. Hirsch, der macht das hier mehr als solide. Super große Führung auf Rank Sonic. Vielleicht mal sehen, 31 Sekunden. Holy Boy dann auch ein paar Sekunden dahinter. Dann sind die Abstände nicht mehr so groß. Wenn es da einen Fehler gibt, dann kann das sich sehr schnell noch was ändern. Müssen wir das im Auge behalten, gerade in Hinsicht auf den Regen. Der kommt zwar noch nicht in den nächsten 5 Minuten, aber ich glaube, es in den nächsten 6-7 Minuten wird der einsetzen. Ja, relativ gut bestimmen, wann der Regen kommt. Ja. In dem Moment, wo die Wetteranzeige da oben umspringt. So, in 5 Minuten. Und es wird mehr. Stark zunehmend. Wir kriegen 10 Minuten noch Wasserspiele. Ja. Uns kommen weiterhin Fahrer rein. Der Dollwerder, der Blue Ninja. Oh, das ist nicht recht. Natürlich muss... Natürlich auch die Frage, ob die genug Sprit dabei hatten, um überhaupt noch länger draußen zu bleiben. Vielleicht haben sie es schon so weit wie möglich rausgezogen. Das ist natürlich, ja klar, aber das gehört halt zu dieser Tactic Series, ne, Strategy Series, gehört das damit zu, dass du an der Stelle nochmal Regen zum Ende hin einrechnen könntest, oder? Müsstest. Ne? Ist ein Risiko, ja. Aber guck mal, Leute wie Arish und so, die fahren ja auch noch, also kann jetzt auch sein, dass der gerade auf Reserve noch fährt, aber... Ich glaube, das ist jetzt auch eine relativ taktisch schwierige Sache, dass da wirklich noch 10 Minuten lang Regen runterkommt. Ja. Weil so spät machst du deinen Stop ja eigentlich nicht. Also
wäre es Normalfall gewesen, machst du den Test. Rank Sonic geht auch in die Box. Ja, vielleicht, weil er muss. Wahrscheinlich, weil er muss, ja. Und dann gibst du eine gute Platzierung oder verlierst eine gute Platzierung, weil jemand anders unten einen Ast im Ärmel hatte, ne? Doch die Frage für die Fahrer, die jetzt reinkommen, was machen die? Gehen die nochmal auf Trockenreifen raus? Müssen sie eigentlich? Es macht ja keinen Sinn, jetzt schon auf Regenreifen zu wechseln. Nee, die fährst hier kaputt, oder? Ja, das glaube ich auch. Die Drücke stimmen nicht, du fährst die Reifen kaputt. Die 3 Minuten bis zum Regen oder 4-5 Minuten sind die ja niemals. Das ist ja noch nicht, dass du, also du hast ja meistens noch, wenn der Regen jetzt einsetzt, noch 2 Runden und dann musst du umschwenken. Das heißt, wir reden über die letzten 3 Runden Regen. Ja. Das ist natürlich auch eine Sache, die du vielleicht mit Trockenreifen fahren kannst. Aber es wird halt rutschig wie Babyarsch, ne? Also. Ja. Das würde ich so einem Airish, würde ich das zutrauen, dass der das aufs Nix durchzieht, ne? Aber. Ja, Bully Boy kann ich nicht einschätzen, wie es der durchzieht. Man sieht aber auf jeden Fall, wer damit irgendwie gerechnet hat. Die Leute, die alle noch draußen sind, haben zumindest mal. Das sagst du und dann blinkt das nächste P auf Bully Boy, ja, der reingeht. Kommen wir mal noch eine weitere Runde und dann müsste auch der Regen einsetzen. Gleich ab, wenn sie die ersten Regentropfen auf ihrer Scheibe sehen. Und dann auf die Uhr und sagen, oh nein. Wo kommen jetzt einige rein? Scarabake, Yamato. Noch ist kein Regen, ne? Ne. Ich hab noch keinen gesehen. Aber nur kurzer Schauer, ne? Guck mal, jetzt steht schon wieder kein starker Regen, sondern 15 Minuten dann schon wieder besser. Ja, wirklich nur ganz, ganz kurz. Reicht aber wahrscheinlich, um die Strecke mies zu machen. Mal, ob die jetzt vorne sind, nachher auch vorne bleiben. Ja. Also auf Regen wechseln können. Weil man wechseln muss. Ah, Scheibenwischer setzen ein. Bei Chitaku Group. Ja, bei RSC ist auch gerade. Es fängt jetzt an. Strecke nur noch auf grün. Regen hat eingesetzt. So. Lasst die Spiele beginnen. Letzten 9 Minuten hier im Regen. Wer meistert das am besten? Schnell, ne? Guck mal, Strecke schon auf schmierig. Ja. Oh, Bully Boy sogar jetzt vor Rank Sonic nach deren beiden Boxenstops. So, und Airish geht rein. Kann man gleich mal erfragen, wie der es auf dem Split denn ausgehalten hat oder wie viel Puffer da war. Fährt Dennis noch eine oder kommt Dennis jetzt auch? Gespannt. Was macht Detlef, der auf 3 sitzt? Durch den Beinen wird es noch spannend, ja. Oh, Creations hat sich da rausgedreht. Ja, Creations hat auch abgenutzte Softs, ne?
der war ja schon relativ früh, der war ja zur Hälfte schon fertig. Dennis kommt rein und Detlef. Oh ja, Dennis rutscht aber auch. Das ist auch, würde ich auch nicht, diese Highspeed, die gehen alle rein, ja. Da war ich sie auch. Auch seinen letzten Stop bis jetzt rausgezögert und kommt rein. Jetzt sehen wir gleich hier, wer. Chitaco Crew wird sich schon ärgern, der muss auch an die Box. So, ja. Bully und Rank Sonic, was machen die? Macht. Dennis hat schon wieder freie Fahrt. Bully Boy bleibt draußen. Bin mir sicher, der wird vielleicht versuchen durchzufahren. Vielleicht hat er ja aber auch schon auf Regen gewechselt, weil er es gesehen hat. Rank Sonic bleibt auch draußen. Aber der Vorsprung von den beiden ist nicht die Welt vor Dennis, der vielleicht mit Regenreifen jetzt nochmal eine Attacke fahren kann, ne? 6 Minuten lang. Wenn er sich Regen holt, dann kann er auch sein. Ein Bully Boy, der leicht am Schlingern ist in der Kurve. Natürlich auch auf den Curb gefahren, aber. Ja, und Dennis, der ist dran, ne? Der ist direkt, guck mal, wie der die Lücke schließt. Sogar schon vorbei an Rank Sonic, den hat er mit dem Boxenstopp schon geschnappt. Ja, Rank Sonic ist da schon ordentlich am Schlingern. Der wird jetzt direkt von Detlef kassiert. Bully Boy und Detlef sollten sich überlegen, ob sie nicht doch auf Regen gehen. Ich weiß nicht, wenn sie jetzt auf Regen gehen, dann würden sie zu viel verlieren. Bully Boy schlägt ein. Oh Gott. Also nur, ne, an der Boxenmauer. Aber das ist jetzt wahrscheinlich schwierig, das zu halten, da Vollgas durchzufahren. Das ist eigentlich normalerweise. Gerade in diesen Highspeed-Kurven. Bleibt draußen. Durchgekommen. Und Dennis kann außen überholen. Ohne Probleme. Detlef war der Windschatten noch. Ah, nutzt noch einen Windschatten. Aber der zeigt auch an, ne? Der ist besser bereift. Das ist der Clou hier für Dennis und für Detlef. Bully Boy von der Strecke runter, kommt zurück. Boah, das war knapp. Eieiei, das hätte böse ausgehen können. Naja, im Endeffekt ist es jetzt, der hat auf Scarabay 23 Sekunden. Das würde ich dann jetzt auch, aber den Platz gegen Detlef und Dings, die verlierst du halt. Ja, die sind weg. Also da wird sich auch nichts mehr dran ändern. Rank Sonic tut sich da nochmal zwar wehren. Vielleicht hat Rank Sonic aber auch auf Dings gewechselt, ne? Der schwimmt ja noch ganz gut mit. Der schlingert nicht so stark. Nee, überhaupt nicht. Vielleicht hat der auf Regenseilreifen gesetzt. Da hat Detlefs dann doch schwieriger mit ihm. Weil Strecke steht auf Regen, also das ist eigentlich mit Slicks nicht mehr fahrbar. Nee. Das siehst du auch am Bully Boy. Wie der auf einmal, der verliert 4 Sekunden pro Runde.
Und so weit ist Garabeda auch nicht mehr weg von ihm. Durchfahrtsstrafe der Blue Ninja. Bei Track Limits. Oh. Detlef und Rank Sonic, die machen hier. Detlef bremst sich in Turn 1. Ja. Die machen den dritten unter sich aus. Dennis, sag ich, ist vorne weg, wenn der jetzt nicht noch einen Fehler macht. Arish ist da sowieso. Wen hat er denn? Kremator da vor sich. Ich war gar nicht so verkehrt, ne? Mit seinen Überrundungen. Was habe ich gesagt? Bis Platz 8. Platz 8, den hast du gesagt, ja. Ja, den hat er. Und Arish, der alte Taktikfuchs, der ist natürlich auf Regen gegangen. Jetako Crew versucht dann Weg zur Bayern Creations zu finden, wieder Schlangenlinien fahren. Oh, Creations verbremst sich und dann ist da der Weg frei für Jetako Crew auf P9. Der Regen hat einiges nochmal durcheinander gebracht. Ja. NotYB hat im Regen jetzt einige Plätze verloren. Verliert jetzt auch gleich den nächsten gegen Breakfast. Weißi verliert gerade auch, glaube ich, den Platz. Ja. Und gleich. Und Arish wird in die letzte Runde jetzt gehen. In dem Moment. Right, man. Leader is on the final lap. Give it all you can. Ah, ich glaube, Detlef muss er leider abreißen lassen auf Rank Sonic. Der hat frühzeitig zwar auf die Regen gesetzt, aber hatte dann ein paar Runden. Deswegen hat Dings auch so aufgeholt auf ihn, Bully Boy, ne? Ja, wahrscheinlich, glaube ich auch. Würde jetzt Sinn machen. Das macht so Sinn, dass Bully Boy auf ihn, weil der hatte doch 11 Sekunden. Ja. Aber er musste wahrscheinlich rein, hat aber gesehen, es kommt Regen und ist auf Regenreifen gegangen und hat in dieser zwei Runden halt so viel eingebüßt. Aber siehst du. Hat der Treff jetzt wieder dran? Naja, der Drops ist nicht gelutscht. Und die gehen ja jetzt noch gleich auf ihre letzte. Ja. Haben noch eine ganze vor sich, eine ganze. Hier kommt Detlef richtig gut durch die letzte Kurve. Ein bisschen an die Bande hin. Laufen da auf Sir Killer Lot auf, der jetzt eigentlich mal am besten beherzt auf die Bremse steigt, ja, um die beiden vorbeizulassen. Mach mal Auge schon auf Arish, weil der biegt auf die Startzielgerade ein. Bleibt man hier noch bei den Und er beiden. Hätte eigentlich heute nur beenden oder zu Ende fahren müssen auf einen der hintersten Plätze, aber natürlich hat er sich das nicht nehmen lassen. Nee. Gewinnt das Rennen und somit dann auch die Meisterschaft hier. Ja, Gratulation, sehr dominantes Rennen und auch eigentlich die gesamte Meisterschaft. Die gesamte Meisterschaft war dominant, ja. Aber so kennen wir ihn. Der lässt nichts anbrennen. Nee, Detlef jetzt im Windschatten. Rank Sonic, viele Möglichkeiten gibt's hier nicht mehr. Findet einfach keinen Weg vorbei.
Ist aber ein bisschen schneller jetzt, Detlef. Ja, jetzt, ne, kommt er hier gut raus. Die Frage ist, sieht er jetzt gleich die, versucht das jetzt zu ziehen, die Brechstange? Oh, Rank Sonic. Gab's einen Kontakt? An die Bande, leichte Berührung zwischen den beiden. Oh, schickt ihn hier ein bisschen weit. War aber, glaube ich, im Rahmen des Sphären. Also, ja, Rank Sonic, ich auch, hat da eigentlich die Bande ja touchiert und. Ja, Dennis, der kommt auf der 2 nach Hause. Gratulation. Sehr starkes Rennen für ihn. Detlef macht hier die 3 vor, ja, Rank Detlef Sonic. Auf der 3 vor Rank Sonic. Ich meine, die können wir beide mal einladen, wenn sie reinkommen. Ich mach mal generell unsere kleine Party auf. Bully Boy. Er bringt das Ganze. Oh, das könnte noch mal knapp werden. Wird das überhaupt noch die 5? Scarabay im Windschatten. Aber reicht, ui, dann nicht mehr. Bully Boy auf der 5. Das war aber. Ja, aber Scarabay, guck mal, was der an Zeit verloren hat, ne? Ja. Und Cremato auf der 7. Ich gehe mal noch den Rest durch, während du einlädst. Auf der 8 haben wir Dedoy Werder. Auf der 9 Chitako Crew. Auf der 10. Creations. Auf der 11 haben wir Lorenzo, hat sich im Rennen deutlich verbessern können. MacWeb auf der 12, Transportdealer auf der 13, Roy D auf der 14, Weissy auf der 15, Wackfest auf der 16, auf der 17 haben wir NotYB, Sir Killalot auf der 18, auf der 19 Franklin Bacon, auf der 20 Matt Hardy und auf der 21 nicht das Rennen beendet, Karbachev, Danica-san und, oh, der Blue Ninja hat disqualifiziert. Okay. Interessant. Wie ist das denn passiert? In die Fahrtrichtung gefahren. Ah, möglich. Das ist unser Endergebnis hier heute. Nochmal durchgegangen. Manche Fahrer sind ja auch immer taub auf diesen. Was will der jetzt von mir? Ja. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht, will ich nicht. Auch Erish lässt heute lange auf sich warten. Satte 70 Sekunden Vorsprung. Ja, das ist vor Dennis. Ordentliches Brett. Oh, Dennis ist der Erste hier in der Party. Er ist der Zweite. Mal nochmal heute. Hallo. Grüße. Rank Sonic reinkriegen. Green Light. Go, go, go. Na gut, wenn ich will, der. Hat gehabt. Er hat schon, wollte hello. Ich sagen. Oh, Rank Sonic ist also hier. Okay, hello. Hello. Hello, Shark. So, okay. Yeah. Then we begin with Rank Sonic. Let's see, you will start. Then we start in English and then we switch to German. Yeah, sure. Congratulations to P4. Also, thank you. P2 in the quali. How was the quali lap? Oh, that was spot on. To be fair, couldn't have asked for anything better. But you still managed to be P2. I enjoyed the race. I was quite comfortable in P2, and then after the second pit, I kind of was losing a lot of grip. And stuff like that, and then obviously the weather changed, and I had to dump straight onto wets quite early, so I had 2 laps on wet tires. Also, you actually did switch to the wets, because we were wondering why you lost so much time, but then when we noticed that Detlef wasn't gaining so much during the rain, we thought, you changed. Yeah. Well, I didn't have enough fuel in to last the extra couple of laps before the rain started falling. So I had to take a big gamble, jump onto wets, and it did eventually pay off, but I lost so much time that I obviously lost 2 places. Well, I lost the last place in the last lap, but... And what do you think? What happened? We saw, I think you touched a wall. Yeah,
was just a lapping car. Tried to go around a lapping car, lost a bit of rear end traction, and then was struggling then to keep it straight, and then I tapped the wall, and then as a DTF then made his way around me. So fair play to him keeping up with me and putting pressure on. Yeah. Still a good P4 today, so quite good pace yeah, today. Pleased with that, to be fair. Really pleased with that. Oh, yeah, what is Indianapolis one of your favorite tracks or rather not? Well, to be honest, I've kind of picked up pace quite a lot recently. I found I was doing my rhythm with the car and everything, that's why I like driving Ford. And I think I had a race in Indianapolis a couple of weeks ago, and I was keeping up with the top tier drivers, and I was pretty impressed with what I was doing. And pretty, yeah. So, yeah, quite a good track to play. It's one of my favorites now. Oh, very nice. Yeah, definitely good position from you today, P4. Congrats. Yeah. Thank you. And Jamie couldn't be third, but yeah, I'm happy with P4. Sorry, what did you say? Same, it's not P3. Shane wasn't third, but I'm happy with P4. Yeah, but very, very close. Yeah. Yeah, it was very close at the end. Any questions from you, Darky? No, he also said that he is running out of fuel, so that is the question I have for him, because why he's changing so early. But yeah, fuel without fuel, it's also shit. So yeah, then you have to change the tires and if I had a few more laps of fuel, I probably would have made it. Probably made like P2, P3, but it was meant to be. Yeah, and in the end, it's a little bit. Unlucky maybe that the unlapping car then it's also the difficult weather settings and the track settings, so then it can be happened. And also Detlef was not so slowly, he was very close to your the last three laps, so I mean when the rain popped up on the radar, I was like, no, not now. We had a little bit confusion. Is what was the contact at the end? At the, I mean, it's after you touching the wall, there's a contact between you both cars. We have a little bit. Is this unfair or not? And then we say no. Normally, it's not unfair because Sonic had touched the wall and back there. I was struggling for traction and I lost control a bit, so fair play to was it D1 for making that move. He took the opportunity there and he did it really well, so fair play to him. Third, but P4, it's also a good result, so thank you. Okay, then we switch back to German if it's okay for you. Then go ahead. Then we do the other places, and Platz 2, Dennis, wieder mal hier bei uns in der Party. Du hast das richtig gemacht. Du, Erich vorne, ihr habt auf den Wetterradar geguckt, du hast gedacht, geil, jetzt schlupfe ich die da vorne alle nochmal auf, und wo dann gesehen hast, Bully Boy kommt da raus, schlingerte nur vor dir, da hast du gedacht, jetzt hole ich mir hier die Nummer 2, oder? Ganz genau so war es. Ich habe auf den Regen gehofft, dass der noch kommt, weil es war noch meine einzige Chance, irgendwie aufs Podium zu kommen. Weil der Anfang war okay, aber ich habe dann recht früh mal P4, glaube ich, was verloren gegen den Lambo. Bin dann meistens die Pace ein bisschen mitgegangen, konnte dann durch den Boxstopp, glaube ich, wieder vorbeifahren, war dann die ganze Zeit eben auf P4 und habe mit den beiden Mustangs gekämpft. Und ja, bin dann nach dem einen Boxenstopp eben vom Bully Boy bin ich dann wieder hinter ihm rausgekommen auf der 4. Dann, ich glaube, da waren es dann 23 Minuten vor Ende, und dann sehe ich, 15 Minuten soll es Regen geben. Also gedacht, da bleibe ich jetzt lieber mal draußen und hoffe mal auf Regen. Weil die anderen hatten von alle die zwei Stops absolviert, waren auf Slicks. Somit war das noch meine einzige Chance, aufs Podium zu kommen. Und am Ende hat sich dann ausgezahlt mit P2 sogar noch. Ja, es ist, der Bully Boy hat da diese bisschen was, das hat der Rank Sonic ja gerade gesagt. Er musste früh wechseln, weil er ja auch, also Sprit leer war. Also musste er rein, hat aber gesehen, dass Regen kommt.
Und Rank Sonic wird aber nicht gesehen haben, dass Regen kommt, weil der ist nochmal auf Slicks gegangen. Dementsprechend hat er die doch große Lücke zu Rank Sonic zugefahren, relativ schnell, weil der ja Probleme hatte mit seinen Regenreifen. Und ja, dann kam gerade der Switchover, du kamst aus der Box und dann warst du ja schon, ne, dann war ja schon schmierig, Bedingungen, da bist du ja nur dran vorbei geflogen. Also ja, da musstest genau. du ja fast noch aufpassen, dass der dich nicht mit wegräumt. Ja. Der hat auch ganz am Ende, also er hat auch gegen Scarabay, war noch auf Zielgeraden Fotofinish, ne? Also der hat da hinten noch 23 Sekunden nach hinten verloren. Ja, ich meine, das wissen wir alle, ne? Mit Slicks bei Regen ist kein Kindergeburtstag. Das stimmt, ja. Aber ja, das ist halt die Taktik, die du dann sagst, ja, jetzt muss er auch durchziehen. Ne? Der hat es dann zwei Runden probiert. Dass ich dann gleich beim ersten Boxenstopp eben so viel nachgetankt habe, dass ich auf jeden Fall bis zum Rennende durchkomme. Falls eben irgendwann der Regen kommt und ich dann ausharren muss bis zum Schluss. Weil ansonsten bei Trocken wäre mein Plan gewesen, ja eben nach 20 Minuten erster Stopp, nach 20 Minuten der zweite Stopp. Genau. Aber so konnte ich eben durch den Sprit das Ganze noch hinauszögern bis 8 Minuten vor Schluss oder so. Und dann auf die Regenreifen wechseln. Du hast das Prinzip der Rennserie hier verstanden. Ja, würde ich sagen. Auch wenn man glaubt, ne? Es kommt kein Regen, der kann immer kommen in der Serie. Wenn, ich glaube, man ist relativ sicher, wenn zur 20. Rennminute, also wenn noch 20 Minuten auf der Uhr sind und dann oben bei 15 immer noch kein Regen steht, dann genau, ist es, glaube ich, relativ sicher. Dann wäre ich das Risiko eingegangen, auf die Sticks zu gehen. Bei 5 Minuten ist noch aushaltbar. Wenn es nicht komplett stark regnet. Ja. Genau. Das, glaube ich, hat man auch in der Rennserie jetzt auch ganz gut gemerkt. Ja. Und da merkt man dann auch, ne, dass andere Fahrer wie Bully Boy oder Rank Sonic jetzt nicht so oft die Serie mitgefahren sind oder die Rennen und du ja eigentlich fast jedes Rennen, dass es dann da dann doch eine Lernkurve gibt. Genau so ist es. Genau so ist es. Ja, also da auf jeden Fall Glückwunsch zu P2, hast du dir richtig verdient. Ich glaube, danke. Das macht auch wieder einen guten Schritt in der Meisterschaft für dich, vielleicht dann doch nochmal am, ich glaube, Dritter warst du oder Vierter, weiter vorne warst du auf jeden Fall. Ja, ich glaube, Stand jetzt war es, ich glaube, P5 vor diesem Rennen, aber jetzt wieder einige nicht dabei, mal schauen. Könnte gut ausgehen. Aber da auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Wolltest du noch was, Patsy? Nee. Gut. Auch herzlichen Glückwunsch dann von mir. Dann gehen wir natürlich den Schritt noch eine Ecke weiter. Der, würde ich sagen, sogar kalkuliert hat, genau wie der Dennis, dass das Wetter so kam. Und du warst doch drauf vorbereitet. Du hast doch nur drauf gewartet und sagst, ah, ja, da ist es. Und dann hast du auf das Tableau geguckt und hast gesagt, ach, so viele haben da hinten doch schon Fehler gemacht. Da hatten Leute zur 30. Minute schon zwei Stops fertig, wo ich dachte, na, das kann doch nur in die Hose gehen. Und ein Irish fährt vorne eigentlich, ja, du fährst da vorne dein Rennen. Konkurrenz war heute wenig da. Wir haben am Anfang noch gewitzelt, bis zu welchem Platz überrundeter. Ich war, glaube ich, richtig bis Platz 8. Und natürlich, du hättest heute nur zu Ende fahren brauchen für deine Meisterschaft und hast das Ding dann jetzt gewonnen mit schnellster Runde und Quali, also mit Pole Position. Du hast eigentlich alle Punkte geholt, die es jetzt heute gibt und hättest eigentlich nur eine Handvoll gebraucht, also die Meisterschaft ist jetzt in trockenen Tüchern und petzt die Bands gerade im Stream ein. Ich habe da schon mal eine kleine Grafik mit KI vorbereiten lassen. Wenn du es sehen kannst, oder? Da haben wir schon mal eine kleine Grafik. Irish sein Mustang. Nicht ganz die Schwitzerlackierung, aber der Name nicht und die Fahrernummer passen. Genau. Nicht ganz, ja. Nicht ganz. Da fehlt ein bisschen das Blau, aber das passt. Passt schon irgendwie. Erzähl das mal der KI, dass sie das so genau hinkriegt, ne? Aber bin ich froh, dass das so weit funktioniert hatte. Aber soweit ganz gut. Ja, gehen wir mal zum Rennen selber. Vorne Attacke weg und dann, was hast du zwischenzeitlich gemacht? Hast du dich selbst unterhalten? Hast du Kreuzworträtsel gelöst? Was war? Naja, ich war ja mit Kamate zusammen in der Party. Also wir waren ja heute etwas dünner aufgestellt
vom Spitzer-Team, aber ich glaube, wir hatten trotzdem ein gutes Rennen. Kremator hatte Action. Ja. Kremator hatte auf jeden Fall Action. Also ich habe auch gehört, der ein oder andere Regen war dann ein bisschen kritisch bei ihm, wo dann Backmarker vor ihm dann einfach quer auf die Strecke zurückgekommen ist. Aber ja, insgesamt durch war das Rennen eigentlich relativ ruhig. Ja, Poly lief gut. Und zum Rennstart hat es dann eigentlich geheißen, erstmal Turn 1 überleben. Im Optimalfall vielleicht nicht unbedingt direkt in Runde 1 einen Fehler machen und erstmal die Gap ausbauen. Und das hatte dann auch so geklappt. Und dann hieß es eigentlich nur noch sicher und konstant die Runden abspulen bis zum Ende. Ich war auf einer 2x40 Liter Strategie heute. Also ich habe 40 Liter am Start mitgenommen, habe dann beim ersten Stop nochmal 40 Liter nachgetankt und musste dann beim zweiten Stop noch 20 nachtanken. Das hatte eigentlich den Grund gar nicht mal wegen dem Regen, sondern eher wollte ich auf der im letzten Stint nochmal auf Bubble ein bisschen reinspitzen, weil mir war klar, am Anfang war grüne Strecke und zum Ende wird es dann auf jeden Fall noch optimal werden. War ja jetzt auch dann für ein paar Runden noch optimal. 10 Minuten, ja. Und von daher hätte das theoretisch auch geklappt, aber naja. Dann kam halt doch jetzt der Regen, war für mich ein bisschen überraschend, weil das Training war trocken, Qualifier war trocken, Rennstart war trocken. Da war ich schon von ausgegangen, dass heute wir mal ein komplettes Sockenrennen hatten. Kam dann offenbar nicht so. Von daher war ich da schon etwas überrascht, aber ja, aufgrund der Wii-Auswahl war das dann doch relativ irrelevant für mich. Also ich hätte einen halben Liter einsparen können noch, dann hätte ich noch eine Runde länger draußen bleiben können. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden gehabt, bin dann eine Runde früher reingekommen. Also wenn der Regen jetzt noch eine Runde später gewesen wäre, wäre bei dir auch schon kritisch gewesen? Dann wäre kritisch gewesen. Also ich hatte jetzt noch, ich glaube, 2 Liter oder so oder 1,5 Liter, wo ich dann in die Box bin. Das heißt, ich hätte ein bisschen Sprit sparen müssen, um nochmal eine Runde rauszukriegen. Das wäre auch gegangen, wenn ich früh genug angefangen hätte. Dennis, aber bei dir, wie viel Puffer hast du noch? Mehr als genug. Okay. Also ich bin gestartet mit 57 Litern und hatte gleich nach dem ersten, also habe gleich im ersten Stop nochmal 57 getankt. Also ich komme bis zum Ende durch. War ein bisschen mehr, genau, okay. Ja. Ja gut, dann war es ja doch relativ knapp bei dir, Arish, ne? Dass das Wetter dann doch... Hat ja dann gerade. Es war sehr lange schmierig bzw. feucht. Das heißt, bei schmierig ist ja sowieso der Trockenreifen noch schneller und bei feucht dann gerade so der Regenreifen. Das heißt, wo jetzt der Regenreifen wirklich seine Performance ausspielen konnte, war, glaube ich, waren es vielleicht, weiß ich nicht, 2, 3 Runden, vielleicht lass es 4 sein. Also man hätte da schon auch im Trockenreifen durchfahren können, denke ich, wenn man halt dazu gezwungen gewesen wäre. Man hätte natürlich da definitiv an Zeit verloren, aber ich glaube, es hätte sich nicht gelohnt, jetzt nochmal einen extra dritten Boxenstopp nur für den Regenreifen zu machen. Dafür war die Strecke dann doch noch zu wenig nass. Weiß ich nicht. Also Bully Boy ist ja ganz schön gerutscht und da hat Scarabay den fast noch, also das ist wirklich Fotofinish gewesen. Also die Nasen waren gleich auf bei der Zieldurchfahrt. Und Scarabay war in der Box vorher schon und hat nochmal Reifen gewechselt. Also überleg mal, du verlierst eine Minute und Bully Boy hatte bestimmt 23 Sekunden nochmal vor ihm, wo der Regen eingesetzt hatte. Also das heißt, der muss ja in der Box den ganzen Stopp. Ja genau, der muss Boxenstopp, die ganzen Boxenstopp. 70 Sekunden oder so. Er hat den ganzen Boxenstopp verloren plus 23 Sekunden, der hat 100 Sekunden verloren in diesen 4-5 Runden. Dass Scarabay noch fast an ihn rankam. Aber da muss dann der ein oder andere Dreher dabei gewesen sein. Also, dass du da wie 20 Sekunden, über 20 Sekunden pro Runde verlierst, ohne Dreher, das wage ich zu bezweifeln, glaube ich. Es war auch ein Einschlag bei, also auf jeden Fall. Aber in der Steilkurve ist da so ein Einschlag ja dann Gott sei Dank vielleicht ein bisschen heftiger. Aber ja, man ist immer noch on track. Ja, das stimmt. Ja. Gut, ja, Meisterschaft ist durch.
Natürlich tust du die letzten zwei Rennen ja trotzdem weiterhin fahren. Du arbeitest ja an deinem, an einer Rekordpunktzahl, die dann für nächste Saison irgendjemand mal knacken muss. Im besten Fall du selber. Mal schauen. Ja, es ist ja, guck mal. Wenn du, ich glaube, die Rekordsaison, die hatten wir schon im Poseidon Cup. Poseidon Cup. Ich glaube, da hast du alle besser geht's gewonnen. Nicht. Das stimmt schon. Ja. Da war alles bei, aber da sieht man auch wieder, ne? Regen, das ist auch, hat er ja hier auch schon bei ein, zwei Rennen in die Karten gespielt. Definitiv. Das muss man fahren können und ich hätte gesagt, habe ich jetzt so Petzi noch zwischenzeitlich gesagt, wenn einer hier auf nassen Bedingungen selbst mit Slicks noch zurechtkommt, dann vielleicht Erich. Ja. Oder wird es dann selbst bei dir schwer? Kommt immer drauf an. Also bei leichten Regen, denke ich mal, kann man das schon noch machen. Ist ja auch immer eine Frage von, wie lange man mit Slicks dann fahren muss. Also wenn man dann eine halbe Stunde mit Slicks im Regen fahren soll, das macht natürlich keinen Sinn. Aber wenn das so für ein paar Runden ist, dann kriegt man das schon hin, denke ich. Also kriegt man das schon hin. Na gut. Sofern halt das Setup passt natürlich. Ne? Und die Skills. Das ist ja auch mal eine Sache. Gut, nächste Strecke, kleiner Ausblick, ist Donington. Genau, nächste Woche auch Donnerstag. Auch eine Strecke, die ja, nicht so beliebt ist. Ich bei gar den nicht. Fahrern. Sieht es da bei euch aus? Ist okay. Du findest okay, Dennis, was ist bei dir? Ja, sollte eigentlich eine gute Porsche-Strecke sein. Zumindest habe ich da gute Erfahrungen mit dem Porsche gemacht. Zumindest im Trockenen einmal. Ich hoffe auf keinen Regen. Okay, Sonic, the next track is Donington. What do you prefer for you? It's, did you like the track or not? Or? Nah, Donington's another favorite of mine. So hopefully I can put in a good challenge at Portfun again. Okay. Ja, sonst, Petzi, was haben wir im Angebot die Woche? Mit der GT Masters sind wir ja durch. Das bedeutet wahrscheinlich, am Samstag haben wir Pro Series, gehe ich mal davon aus. Nee, Samstag haben wir Pause. Ah, ist Pause. Pause. Es geht dann Sonntag mit der GT mehr vs. Series weiter. Was kann ich jetzt, welche Strecke? Das ist Paul Ricard waren wir am Sonntag. Und dann geht's am Dienstag, glaube ich, weiter. Mit der Cup Series wieder. Mhm. Im Porsche Cup auf Misano. Genau, und wir haben ja Montag noch, oder die. Ja, den Sprint Cup. Nee, der hat. Ah, ist der durch? Nein, der ist nicht durch. Der hat nochmal eine Pause. Wir haben alle drei Rennen, dann eine Woche Pause, damit man auch noch irgendwann mal was hat. Und das ist quasi die letzte Pause, bevor es dann zum Saisonfinale mit dem Triple Header geht. Und dann geht's nach. Ich hab gerade noch nachgeguckt. Schwupps, schon wieder aus dem Hirn raus. Es geht nach Bahrain, genau. Dann aber erst am 2. Dezember. Seid ich zum Start in den Dezember. Gut. Dass man dann die Serien alle zum Jahresende halt logischerweise zu Ende kriegt und dann im neuen Jahr sagen kann. Wieder weiter mit frischem Mut. So sieht's aus. Ja, dann bleibt uns nichts weiteres zu tun, ne? 22 Uhr, Petzi. Ich danke dir. Ja, ich danke dir. Danke den Fahrern. Danke fürs Vorbeikommen zum Interview. Thanks, Sonic, for tuning into the interview. Was nice to have a little chat. Yeah, no, I always appreciate it. Nice to be part of it. Und dann wünsche ich nur noch einen schönen Abend an alle da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Kakao. Ciao, ciao. Bye-bye.